Sehr viel Hall auf der Stimme. Wir beginnen mit der Endentspannung. Okay. Anderthalb Stunden, ja, okay. Wäre ja auch ganz nett mit Klang und so. Nee, also wir machen natürlich was. Und ihr dürft euch jetzt erstmal spannen am Anfang. Genau, richte dich nochmal in Shavasana aus. Lass die Zehen locker nach außen fallen. Nimm die Arme an die Seite, sodass sie entspannt auch abgelegt sind. Das Handy, was hier gerade noch an ist, vielleicht mal noch ausmachen. Wem auch immer das ist. Na gut, wir entspannen. Konzentriere dich auf deinen Atem. Und du magst, atme nochmal ganz tief, vollständig ein und wieder aus. Wenn du einatmest, bewegst du den Bauch, den Brustkorb bis hoch zu den Schlüsselbeinen. Mit dem Ausatmen lässt du dich wieder in den Boden sinken. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus noch ein paar Mal ganz tief ein- und ausatmen. Dann lässt du deinen Atem wieder fließen. Er kommt und geht auf natürliche Art und Weise. Lass das Atmen einfach geschehen. Mit jeder Ausatmung sinke tiefer in den Boden und lass alles los. Alle körperliche Anspannung, die noch da ist, alle Gedanken, komm ganz bei dir an.
Es gibt einen Klang, der die Welten erfüllt. Einen herrlichen Klang, harmonisch und schön. Und in jedem Augenblick neu und vollkommen. In diesem Klang ist deine eigene Melodie eine Stimme. Jedes Lebewesen, jeder Stein, jeder Stern, jedes Atom erzeugt seinen eigenen Klang, der Teil der Sinfonie des Ganzen ist. Indem du den Geräuschen lauschst, deinem Atem und deinem Herzschlag und den Geräuschen in der Ferne und jenseits der Ferne und dem Klang, aus dem die Geräusche hervorgehen, stimmst du dich ein auf die Harmonie des Ganzen.
Ganz langsam vertiefst du wieder deinen Atem. Bringst Bewegung in deine Hände, Füße, Gelenke. Streckst dich aus, machst dich ganz lang, räkelst dich, nimmst dir Bewegung, die dir gut tun jetzt. Und dann komme langsam nach oben zum Sitzen auf dein Kissen. Schließe deine Augen. Und wir beginnen mit Om und einem Mantra. Wer das kennt, kann das gerne mitsingen. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, saha viryam karavavahai, tejasvi navaditamastu, ma vidvishavahai. Om shanti, shanti, shanti. Ich begrüße euch herzlich zur späten Nachmittagsstunde hier zum Yoga-Kongress, zu einer Yin-Yoga-Stunde. Mein Name ist Shanti und ich werde heute begleitet von Frauke, ganz spontan, schön. Ja, das Thema heißt ja Entschleunigen mit Yin-Yoga und genau das möchte ich auch mit euch machen. Ja, ihr habt ja schon wahrscheinlich sehr viel Input heute aufgenommen. Vielleicht das ein oder andere Mal sich auch schon bewegt, vielleicht aber auch eben viel gesessen. Und ja, da möchte ich euch jetzt durch diese Yin-Yoga-Stunde führen für 90 Minuten. Die werden viel zu kurz sein, wie immer, wenn das Yin-Yoga ist. Aber ich habe ein paar schöne Positionen, die ich mit euch machen möchte, wo wir unseren ganzen Körper bewegen, wo wir also unsere Wirbelsäule, unsere ganzen Faszien, die durch unseren Körper ziehen, ja, eine gute Dehnung, Kompression bekommen, was auch letztlich das Ziel ist, dass wir eben genau diese Faszien, das tiefer liegende Bindegewebe erreichen, indem wir eben auch die Position im Yin-Yoga länger halten wollen, ungefähr so 3 Minuten. Es ist aber wichtig, dass ihr euch am Anfang Zeit nehmt, um euch gut einzurichten in den Positionen, weil es ist einfach eine wichtige Voraussetzung, dass ihr entspannt seid, dass euer Körper ja, zumindest ein Wohlfühlweh empfindet, keinen wirklich intensiven Schmerz. Ja. Bitte schaut, dass ihr gut für euch sorgt, dass ihr zwar schon Grenzen spürt, aber nicht über eure Grenzen drüber geht. Ja, also ich arbeite sehr oft eben auch mit Hilfsmitteln, die ich auch heute mit ansage und zeigen werde, wie man die einsetzt. Ihr könnt, müsst die aber nicht nutzen. Das ist einfach ein Angebot, damit ihr euch in den Positionen entsprechend
einrichten könnt, dass es euch eben gut geht, ihr was spürt und auch das genießen könnt. Ja? Und letztlich geht es ja um das Entschleunigen, auch um das Loslassen. Ja? Und probiert also aus, dass ihr wirklich in den Stellungen euch hinein entspannen könnt. Ja? Gut, ich fange immer ganz gerne an, um einfach den Körper so ein bisschen Bewegung zu bringen und eben auch vorzudehnen, so nenne ich das immer. Normalerweise im Yin-Yoga brauchen wir das nicht, weil es heißt, dass dieses Bindegewebe viel besser gedehnt werden kann im kalten Zustand. Aber dennoch, weil ihr halt auch viel gesessen habt und ich eine schöne Übung habe, die ich immer wieder mit reinbringe, der große Atemkreis. Ich würde den gerne euch jetzt zeigen. Wir können da ganz schön die Bewegung auch mit dem Atem verbinden. Bleibt mal noch sitzen. Ich zeige für die, die den noch nicht kennen sollten, einmal vor. Und wir machen das dann gemeinsam und jeder dann auch im eigenen Atemrhythmus. Die Füße sind ein bisschen mehr als hüftbreit, Zehen nach außen gestellt. Und dann mit dem Einatmen bringst du die Arme weit im großen Kreis nach oben. Ziehst dich richtig in die Länge. Ausatmen, bringst du die Arme wieder über die Seite, gehst in die Knie, bringst den Oberkörper nach unten, hältst dich an deinen Ellbogen, Unterarm fest und lässt dich hier richtig nach unten sinken. Mit dem nächsten Einatmen kommst du wieder langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Erst zum Schluss bring die Arme wieder über den Kopf, streck dich nochmal richtig in die Länge und ausatmend weit die Arme über die Seite wieder nach unten. Jetzt seid ihr dran. Schaut mal, dass ihr euch ein bisschen versetzt stellt, dass ihr die Arme gut zur Seite ausstrecken könnt. Die Füße ungefähr, also eine Mattenbreite ist auch ein gutes Maßstab. Ja, schau einfach, wenn es für dich besser ist, mehr oder weniger, variiere einfach, ja, die Möglichkeit. Füße auch leicht nach außen gestellt, ja, sodass die Knie auch schön nach unten gehen können und zur Seite. Gut, wir beginnen mit dem Einatmen. Bringst du die Arme weit über die Seite, ziehst dich nach oben, ausatmen, bring die Arme wieder über die Seite, geh in die Knie, bring den Oberkörper nach unten. Umfass deine Ellbogen, lass dich ganz entspannt nach unten sinken, Kopf, Schultern gelöst. Einatmend kommst du Wirbel für Wirbel ganz langsam wieder nach oben. Zum Schluss bring die Arme über den Kopf, streck dich wieder aus, mach dich ganz lang. Ausatmend über die Seite weit nach unten. Nochmal tief einatmen. Arme über die Seite nach oben, streck dich aus, ausatmen, Arme über die Seite, geh in die Knie, bring den Oberkörper nach unten, entspanne dich, lass dich ganz nach unten sinken, einatmen, Wirbel für Wirbel, kommst du wieder nach oben, bringst die Arme wieder über den Kopf, streckst dich aus, machst dich lang, ausatmen, über die Seite nach unten. Und tief einatmen, ganz großen Kreis, zieh dich in die Länge, ausatmen, Arme über die Seite, geh in die Knie, Oberkörper nach unten, umfass deine Ellbogen, lass dich durch die Schwerkraft nach unten sinken. Einatmend kommst du wieder Wirbel für Wirbel nach oben, streckst die Arme aus, ziehst dich wieder in die Länge und über die Seite weit. Hände nach außen, nach unten. Einmal gemeinsam, dann jeder im eigenen Atemrhythmus. Tief einatmen. Streck dich in die Länge. Ausatmen, Arme über die Seite, gehst du in die Knie. Oberkörper nach unten, halte dich fest an den Ellbogen, lass dich sinken. Einatmen, Wirbel für Wirbel, kommst du wieder nach oben. Streckst dich aus, machst dich lang und weit über die Seite, die Arme. Wieder nach unten geben. Jeder für sich in seinem eigenen Atemrhythmus. Ja, passt die Bewegung deinen individuellen Atem an. Gerne kannst du auch die Augen schließen, sodass du dich ganz nach innen richten kannst. Spür deinen Atem, spür die Dehnung im Körper.
langsam beendest du deinen Atemkreis, den du gerade begonnen hast. Nimm dir dafür Zeit. Wenn du fertig bist, bleibe mit geschlossenen Augen stehen, spür nach. Wie fühlt sich dein Körper an? Langsam wieder die Augen öffnen und dann darfst du dich nach unten setzen für eine erste Yin-Yoga-Position, die ich mit euch machen möchte. Wir wollen hauptsächlich unseren unteren Rücken, gegebenenfalls auch oberen Rücken, Hals-Nackenbereich dehnen. Gibt es eine schöne Yin-Yoga-Position? Ich würde sie ganz gerne vorzeigen, weil man sie in verschiedenen Stufen aufbauen kann und ihr für euch gut eure Grenzen spüren könnt. Wie weit geht ihr in die Position rein, gegebenenfalls eben auch wieder ein Stückchen rausgehen könnt. Das ist die Schnecke. Dazu kannst du dir einen Klotz schon mal vielleicht hinten dann hinlegen. Vielleicht schaut ihr erstmal dann hinzu. Ich zeige euch mal die Möglichkeiten, die ihr habt, mit Hilfsmitteln auch zu arbeiten. Wir wollen zunächst in eine Umkehrposition gehen, das heißt, du bringst die Beine nach oben, nimmst ein Kissen unter das Gesäß, das ist so erstmal eine Umkehrstellung als Vorbereitung, da bleiben wir ein bisschen und dann bringst du deine Hände an das Kissen und spannst deine Oberarme, deine Ellbogen an in den Boden und bringst die Beine über den Kopf, schiebst das Kissen unter deinen Rücken und lässt dich wieder zurück in das Kissen sinken. Dann kannst du deine Beine ein bisschen öffnen. Und dann kannst du die Beine auch etwas anwinkeln und wenn du zu deinen Füßen kommst, dann klinke dich einfach in deine Fersen ein und dann bleibst du in dieser ersten Stufe, so nenne ich das immer, von der Schnecke. Ja, und entspannst dich ganz in diese Position rein. Du hast hier also im unteren Rücken schon eine gute Dehnung, die da spürbar ist. Und wenn du merkst, du kannst noch mehr in die Position reingehen, dann kannst du weiter übergehen in die Stufe 2. Du kannst die Arme entweder nach hinten oder du stützt dein Gesäß ab, indem du deine Beine noch mehr nach hinten ausstreckst. Und auch hier, wenn du mit den Füßen nicht auf den Boden kommst, dann legst du einfach den Klotz oder auch ein Kissen drunter und lässt dich dann hier reinsinken. Das ist ein bisschen wie so eine flugähnliche Variante. Aber außer, dass wir hier nicht die Beine strecken wollen, sondern wir wollen die Schwerkraft hier wirken lassen, so dass die Dehnung sich über den oberen Rücken bis in den Schulter-Nackenbereich ausbreitet. Und wenn du hier bleiben möchtest, dann bleibst du hier für den Rest der Zeit oder du gehst wieder in die Stufe 1, kannst auch die Hände in den Kniekehlen verschränken und dann gehen wir wieder raus aus der Position und dann sage ich danach noch was anderes an. Gut, jetzt seid ihr dran. Also nimm dir ein Kissen unter das Gesäß und bring erstmal deine Beine nach oben. Ja, gegebenenfalls, wenn du weißt, du kommst mit den Füßen nicht so weit nach hinten, leg dir dann schon mal ein Kissen oder einen Klotz, dass du sie darauf ablegen kannst. Die Umkehrstellung, ihr kennt die vielleicht alle auch unter den Namen wie Parita Karani. Du kannst die Arme an die Seite legen, wenn du da Platz hast oder auch in U-Form, so leicht nach oben. Ja, die Füße sind erstmal nach oben ausgerichtet zur Decke. Ja, geht ruhig erstmal in die Umkehrstellung. Unterer Rücken ist erstmal entlastet. Ja, und du kannst erstmal hier deine Beine, deine Füße entlasten. Ja, der venöse Rückfluss des Blutes wird unterstützt. Und du atmest ganz tief ein und aus. Wenn du magst, ne, es bietet sich ja an, kannst du auch mal mit deinen Zehen, mit deinen Füßen so ein bisschen Bewegung machen, spreizen, krallen oder deine Füße kreisen lassen. Es bietet sich einfach in dieser Position auch an, ein bisschen auch noch so zusätzlich eine Venenpumpe. Der Rest des Körpers ist entspannt. Und dann bring deine Hände an das Kissen. Jetzt nochmal mit Kraft die Oberarme, die Ellbogen in den Boden schieben, Bauch anspannen. Und dann bring deine Beine nach hinten,
Richtung Kopf. Lass deine Beine sinken, schieb das Kissen so weit wie möglich unter deinen Rücken. Ja, und dann bring die Beine nach hinten. Du kannst die Beine jetzt öffnen, auch leicht anwinkeln und spür mal, wie die Schwerkraft dich einfach in die Position hineinsinken lässt. Entweder hältst du deine Füße an den Fersen oder an den Zehen fest oder du kannst auch deine Arme in deine Kniekehlen legen und verschränken, wenn dir das lieber ist, sodass eben auch der Rest des Körpers, Schultern, Hände und Arme entspannen können. Dann verbindest du dich hier zunächst mit deinem Atem. Du atmest tief in den Bauch ein und aus. Spüre dein Kissen, wie es dich hält, dass du nicht zurückrollen kannst und du dich richtig hineinsinkst. Für diejenigen von euch, die sagen, okay, ich könnte jetzt noch ein bisschen tiefer in die Dehnung gehen, dann hast du die Möglichkeit, in die Stufe 2 vielleicht deine Beine noch ein bisschen mehr nach hinten über den Kopf zu legen, entweder auf dem Boden die Füße abstellen oder auf deinem Klotz oder Kissen, wenn du das bereit hast. Ja, stütze ruhig deinen Rücken ab, ja, dann können deine Bauchmuskeln sich auch entlasten. Du kannst aber auch deine Hände nach hinten in deine Füße legen, wenn du weit genug nach hinten kommst. Und auch hier lass dich wieder durch die Schwerkraft reinsinken. Spür die Dehnung jetzt auch im oberen Rücken, im Schulternackenbereich. Schau, dass es für dich in einem Bereich ist, wo du es gut aushalten kannst. Ja? Ein flächiger Dehnungsschmerz, ein Wohlfühlweh spürbar ist. Nichts Stechendes, nichts Brennendes. Wenn es dir zu intensiv ist, geh einfach in Stufe 1 zurück und bleibe dann in dieser Position für den Rest der Zeit. Atme ganz tief mit jeder Ausatmung, dass du dich noch tiefer reinsinken lässt, ganz los. Langsam. Geh erst wieder über die Stufe 1 der Schnecke. Bring dann deine Füße zuerst einen Fuß auf den Boden, dann den anderen. Schieb das Kissen nochmal unter dein Gesäß und lass dich auf dein Kissen sinken. Komme so in die unterstützte Schulterbrücke. Ja, gib alles Gewicht an das Kissen ab. Atme tief.
Du kannst, wenn du möchtest, auch gerne einen wohligen Seufzer von dir lassen, um einfach die Entspannung zu unterstützen. Und aus dieser Position heraus gehen wir in eine nächste Yin-Yoga-Position über, die sogenannte Golden Gate Bridge. Schau nochmal, dass dein Kissen unter dem Gesäß ist, nicht unter der Lendenwirbelsäule. So leise. Und dann streckst du zunächst erst dein rechtes Bein aus, nach vorne auf dem Boden, dass es ganz entspannt abgelegt ist. Das andere Bein ist noch aufgestellt. Spür die Dehnung über die rechte Seite, den Oberschenkel. Und dann streck dein linkes Bein noch nach vorne aus, auf dem Boden, lass es ausgleiten. Wenn du magst, kannst du die Arme auch über den Kopf nach oben nehmen und so ablegen, dass sie entspannt sind, vielleicht auch in U-Form. So ist jetzt dein ganzer Oberkörper bis zu den Beinen geöffnet, gestreckt. Wenn es dir im unteren Rücken aus irgendeinem Grund zu eng wird, vielleicht Druck da ist, der nicht angenehm ist, dann lass auch ein Bein aufgestellt, dass dieser Druck etwas abgemildert wird. Und dann lass dich auch hier ganz in die Stellung hinein sinken. Halte nichts mehr fest. Atme tief ein und aus. Mit jeder Ausatmung schmilzt du noch mehr in die Position hinein. Und dann mit dem nächsten Einatmen stellst du deine Beine wieder auf, bringst das Gesäß weit nach oben, schiebst das Kissen unterm Gesäß weg und Wirbel für Wirbel rolle ganz langsam ab auf den Boden. Kannst deine Beine ausstrecken, gleich in Shavasana gehen. Falls es dir nach einer Bewegung verlangt, kannst du dir gerne auch eine Ausgleichshaltung, Bewegung geben. Du kannst zum Beispiel die Beine zum Oberkörper ziehen und auch auf deinem unteren Rücken etwas hin und her rollen. Geh dann aber danach nochmal in Shavasana zum Nachspüren. Spüre die gedehnten Bereiche. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie jetzt dort Energie fließt, das kann zum Beispiel in Form von Wärme, von Kribbeln, von auch ein Hauch von Kühle sein, was auch immer du wahrnimmst, was du spürst, ist richtig und gut. Dann winkel beide Beine nochmal an und roll von rechts nach links und komm somit nach oben zum Sitzen für eine nächste Position. Wir wollen jetzt in die Öffnung im Herzen gehen. Dafür eignet sich eine wunderschöne Übung, es ist eine meiner Lieblingsübungen, der sogenannte unterstützte Fisch.
Ihr kennt alle den normalen Fisch aus der Yoga Vidya Reihe. Wir wollen den unterstützen mit einem Kissen zwischen den Schulterblättern, sodass wir uns wieder ganz voll in diese Stellung hinein entspannen können. Du kannst ein etwas festeres Kissen vielleicht auch nehmen, ne, dass du schöne Öffnung hast. Nimm dir eventuell auch ein Kissen für den Kopf, falls dein Kopf du nicht so sehr an den Nacken nehmen kannst. Und dann lege dich in die Position hinein. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne deine Beine in die Schmetterlingshaltung nehmen oder einfach nur ausstrecken, wenn dir das lieber ist. Also das überlasse ich ganz dir. Ja, und dann lasse dich in das Kissen hineinsinken. Achte nochmal richtig drauf, die Schulterblätter zwischen, also das Kissen unter den Schulterblättern, der Kopf entweder auf dem Boden oder du stützt deinen Kopf mit einem Kissen oder einer Decke ab. Nimmst die Arme zur Seite, arrangiere dich mit deinem Nachbarn, sodass du die Arme auch gut über die Seite ablegen kannst, dein Brustkorb sich weit öffnen kann. Gegebenenfalls kann man sich auch ein Kissen über den Kopf legen und deine Hände dort ablegen, ja, sodass du eine gute Dehnung in den Armen spürst. Richte dich jetzt gut ein in dieser Position. Ja, schau, dass das Kissen auch längs liegt unter der Wirbelsäule, ja, dass du schön da hineinschmelzen kannst. Nimm dir Zeit. Es ist immer gut, am Anfang sich Zeit zu nehmen, einzurichten, auszuprobieren, welche Lage dir am liebsten ist, ohne dass du die ganze Zeit dann das Gefühl hast, nicht loslassen zu können. Spür durch deinen ganzen Körper, ob du wirklich überall gut loslassen kannst. Denn erst wenn dein Körper loslassen kann, kann auch dein Geist loslassen. Wenn du deine Stellung gefunden hast, verbindest du dich ganz bewusst mit deinem Atem. Ganz nochmal, wenn du magst, tief ein- und ausatmen, sodass sich dein Brustkorb schön weiten kann. Und öffnet. Mit dem Ausatmen lass dich in den Boden hineinsinken. Lass ganz los. Govinda
Vertiefe jetzt wieder deinen Atem und ganz langsam einatmend, komme nach oben und leg dich ausatmend über die Seite als Ausgleich und bleibe in der Seitenlage mit angewinkelten Beinen. Mach dich klein wie ein Päckchen und spüre in der Seitenlage nach. Fühl dich ganz geborgen. Komme über die Seite gerollt, langsam nach oben zum Sitzen für eine nächste Position. Ihr kennt vielleicht zumindest die Taube vom Namen her. Die Position, die ich mit euch machen möchte, ist zumindest von der Beinvariante gleich. Das ist der Schwan. Wir wollen aber wieder in eine entspannte Position gehen. Das nennt sich dann der schlafende Schwan. Ihr geht aus dem, ihr könnt gleich mitmachen, aus dem Hund heraus in die Position. Ihr könnt euch in dem herabschauenden Hund mal richtig schön in die Länge strecken. Und dann mit dem nächsten Einatmen bringst du das rechte Bein gestreckt nach oben. Und mit Schwung ziehe dein rechtes Knie nach vorne zwischen deine Hände. Der hintere Fuß ist abgelegt. Du kommst zunächst erstmal in eine aufrechte Position. Ja, wenn dein Becken zur Seite wegrollen möchte, kannst du dir gerne ein Kissen drunter legen, sodass du abgestützt bist. In dieser aufrechten Position streck dich nochmal richtig nach oben aus, im Brustkorb, öffne dich, atme dabei tief ein und dann mit dem Ausatmen beuge dich zunächst aus geradem Rücken über das angewinkelte Bein nach unten. Und dann lass den Rücken rund werden. Entweder kannst du den Kopf auf den Boden aufsetzen oder du nimmst deine Hände oder Fäuste übereinander, stellst deine Stirn drauf oder einen Klotz oder ein Kissen und legst deinen Kopf darauf ab. Und die Arme ganz entspannt, entweder nach vorne ausgestreckt oder unter deiner Stirn, sodass die Schultern auch ganz loslassen können und du in eine wieder entspannte Position kommst. Ja, der schlafende Schwan impliziert ja sozusagen schon, dass die Position entspannt sein muss, um die auch länger zu halten. Richte dich für dich gut ein, nimm dir Zeit dafür und alle Hilfsmittel, die du dafür brauchst, damit
du ganz loslassen kannst. Und wenn du dann deine Position gefunden hast, wo du dich gut fühlst, eine gute Dehnung auch spürst im Oberschenkel des ausgestreckten Beins, eine Öffnung in der Hüfte, vielleicht auch im Gesäß des angewinkelten Beins und diese Dehnung angenehm ist, dann verbinde dich ganz bewusst wieder mit deinem Atem. Atme in die Dehnung hinein. Lass dich mit jeder Ausatmung noch tiefer sinken. Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Langsam mit dem Einatmen komme wieder nach oben, geh nochmal den aufrechten Schwan, dass du dich nochmal öffnest im Brustkorb, atme tief, streck dich nach oben aus und dann komme nochmal über den Hund in eine Streckung der Wirbelsäule. Für diejenigen von euch, die Bewegungsdrang verspüren, können auch gerne hier im Wechsel den auf- und abschauenden Hund machen. Auch hier macht das in deinem Atemrhythmus, immer wenn du einatmest, den aufschauenden Hund, ausatmen, den herabschauenden Hund. Dann in deinem eigenen Tempo kommst du zur anderen Seite, streckst dein Bein nochmal mit dem Einatmen gerade nach oben, bringst das Knie zwischen deine Hände, nimmst dir wieder ein Kissen unter dein Gesäß, wenn du das brauchst, stützt dich nochmal mit den Händen gut ab, öffnest dich weit im Brustkorb, atmest nochmal tief ein und ausatmend, lässt du dich nach unten sinken über dein angewinkeltes Bein, der Kopf und wieder auf den Boden abgestützt, auf Klotz oder Händen. Und finde deine Position, regel dich da hinein, so dass es dir gut geht. Und du
alles loslassen kannst, nichts mehr festhältst. Und wenn du dich dann für dich eingerichtet hast, verbinde dich wieder mit deinem Atem und lass dich noch mehr in die Stellung hineinsinken. Lass ganz los. Erkennst du klar, dass sich alle Dinge verändern, dann wirst du an nichts festhalten wollen. Atme tief ein und komm mal wieder ganz langsam nach oben. Strecke dich nochmal im aufrechten Schwan nach oben aus, öffne deinen Brustkorb, lass die Schultern sinken. Und dann komm nochmal in den Hund, dass du dich nochmal in deine Wirbelsäule ganz ausstreckst, wenn du magst, nimm dir wieder eine Bewegung als Ausgleich, ein bisschen Yang, wenn du es brauchst. Du kannst gerne auch deine Fersen langsam abwechselnd in den Boden schieben, um deine Waden gut zu dehnen. Und dann kommst du wieder auf die Knie in die Bankstellung. Kommen wir in eine nächste Yin-Yoga-Position. Wir wollen uns nochmal im Herzen öffnen. So heißt auch die nächste Yin-Yoga-Position der Herzöffner. Du lässt dein Gesäß leicht hinter den Knien und bringst dann deine Arme ausgestreckt nach vorne auf den Boden. Lässt deinen Kopf auf den Boden sinken und wieder die Stirn auf den Boden ablegen oder dein Kinn, wenn du sehr flexibel im Nacken bist. Achte darauf, dass dein Gesäß nicht vor den Knien ist, sonst wird es anstrengend. Und wenn du magst, kannst du auch gerne deine Arme, deine Unterarme hinter dem Kopf verschränken. In dieser Stellung verweilen und spüren, wie sich dein Brustkorb immer mehr öffnet, dein Herz ganz weit wird.
und deine Wirbelsäule sich in die Länge zieht und dir eine angenehme Dehnung verschafft. Verbinde dich wieder ganz bewusst mit deinem Atem und mit jeder Ausatmung sinke noch tiefer, lass den Brustkorb noch mehr Richtung Boden sinken. Akzeptiere, was ist. Lass los, was war. Hab Vertrauen in das, was kommt. Ganz langsam komme wieder über die Bankstellung nach oben. Und dann kommen wir in eine Variante des Herzöffners, der gedrehte Herzöffner. Und dazu kannst du jetzt deinen rechten Arm nach vorne ablegen, ein bisschen aufstellen, auch wenn du möchtest, und ziehst deinen linken Arm weit unter deiner rechten Achsel durch, legst den Kopf auf die Seite, schiebst deine rechte Schulter nochmal ganz aktiv nach oben, hinten, die linke Schulter lässt du sanft nach unten zum Boden gleiten, sodass deine linke Schulter sich weit öffnen kann und eine gute, angenehme Drehung in der Wirbelsäule verspürst. Atme ganz tief in diese Drehung hinein. Mit dem nächsten Einatmen kommst du wieder langsam nach oben über die Mitte. Und dann kannst du dich zur anderen Seite aufdrehen, indem du den linken Arm nach vorne aufstellst und den rechten Arm weit unter der Schulter hindurchziehst, den Kopf angenehm auf der Seite ablegst. Deine linke Schulter so noch mehr nach oben schiebst, vielleicht deine rechte Schulter noch mehr zum Boden kommt, sodass du eine gute Drehung wieder hier auf dieser Seite wahrnimmst. Deine rechte Schulter geöffnet wird. Atme wieder ganz tief in die Öffnung, in die Drehung hinein.
Mit dem nächsten Einatmen kommst du wieder ganz langsam zur Mitte in die Bankstellung. Und dann in der Bankstellung wollen wir nochmal unseren ganzen Körper dreidimensional in alle Richtungen bewegen. Ich nenne das immer die Sexy Cat. Das heißt, du kannst wirklich aus dem Becken heraus Bewegung entstehen lassen und dein ganzer Körper folgt dieser Bewegung, sodass du in alle Richtungen dich bewegst, deinen Kopf mitnimmst, deine Arme und einfach deinen Körper dich führen lässt, ohne dass dein Kopf dir sagt, wo es lang geht. Kommst du wieder zur Mitte und gehst nochmal in die Stellung des Kindes. Du kannst gerne die Knie etwas öffnen dabei. Lege dich ganz nach vorne ab, entweder den Kopf auf den Boden oder abgestützt mit den Händen. Gegebenenfalls legt dir ein Kissen zwischen Gesäß und Fersen, wenn du nicht ganz nach unten kommst. Fühl dich ganz geborgen. Atme tief über die Flanken ein und aus. Lass dich auch hier mit jeder Ausatmung noch tiefer hineinsinken und lass ganz los. Einatmend, ganz langsam, Wirbel für Wirbel, richte dich auf. Erst zum Schluss den Kopf nach oben nehmen, lass die Augen geschlossen, deine Schultern sinken. Und wir kommen zu einer letzten Yin-Yoga-Position für heute, nochmal eine Drehung. Wir kennen das als Krokodils-Variante. Du liegst auf dem Rücken, beide Beine sind aufgestellt. Du kannst dir schon mal alle Kissen um dich herum in greifbarer Nähe zurechtlegen, für den Fall auch, dass du sie brauchst. Und dann verschiebe erstmal dein Gesäß, indem du das Gesäß nach oben hebst und dann nach rechts ablegst, leicht nach innen drehst. Zieh dann die Beine zum Oberkörper heran und leg deine Beine über die linke Seite ab. Wenn dein oberes Bein auf dem unteren Bein nicht abgelegt werden kann, dann lege dir entweder ein Kissen oder eine Decke zwischen deine Knie, ja, sodass deine Beine komplett loslassen können, du nicht mehr angespannt bist. Gegebenenfalls kannst du dir auch unter deinen Rücken, unter deinen Lendenbereich ein Kissen zum Stützen legen, dass du nicht zurückrollst. Also als Unterstützung hier auch wieder, dass du komplett loslassen kannst. Keine Muskeln mehr angespannt sind. Je mehr du die Beine nach oben zum Oberkörper ziehst, umso mehr kommst du in die Drehung hinein, umso mehr kann die Schwerkraft dich auch zur Seite ziehen. Gegebenenfalls leg dir vielleicht auch ein Kissen auf dein oberes Knie. Deine Arme versuche zur Seite abzulegen, arrangiere dich wieder mit deinem Nachbarn, gegebenenfalls auch wieder als
U-Form. Der Kopf ist in der entgegengesetzten Richtung von den Knien abgelegt. So weit, wie es für deinen Nacken angenehm ist. Verbinde dich mit deinem Atem. Und lass dich ganz in die Stillung hineinsinken. Lass ganz los. Ganz langsam mit dem Einatmen bring deine Beine wieder nach oben. In der Rückenlage richte dich gerade aus, wenn du magst. Kannst auch hier gerne nochmal in die Länge ziehen, deine Wirbelsäule strecken. Nimm dir auch andere Bewegungen, wenn du das Bedürfnis danach hast. Und in deinem Tempo baue die Position, die Drehung zur anderen Seite auf. Verlage das Gesäß nochmal nach links, bring dann deine Knie über die rechte Seite weit, gegebenenfalls unterlagere dich, indem du dein Kissen oder zwischen deine Beine legst oder eine zusammengefaltete Decke. Das obere Bein darf auch gerne mehr zum Oberkörper gezogen werden. Gegebenenfalls lege dir ein Kissen in den Rücken zum Stützen oder auf das Knie. Der Kopf ist in der entgegengesetzten Richtung ausgerichtet. Wenn du dann dich wieder gut eingerichtet hast, verbinde dich mit deinem Atem. Lass dich mit jeder Ausatmung noch tiefer hineinsinken und lass wieder ganz los.
Nächsten einatmen, kommen wieder ganz langsam zur Mitte. Wenn du magst, streck dich nochmal aus oder zieh deine Beine zum Oberkörper. Rolle auf dem unteren Rücken hin und her oder mach eine Bewegung, die dir gut tut. Und dann bereite dich vor für die Endentspannung. Deck dich zu, wenn du magst, kannst du auch Kissen unter deine Knie legen, damit dein unterer Rücken gut entlastet ist. Richte dich gut ein in Shavasana. Leg die Füße so weit auseinander, dass die Zehen locker nach außen fallen können. Die Arme entspannt an der Seite abgelegt. Wenn du magst, kannst du auch nochmal deinen Kinn Richtung Brustbein ziehen, um den Nacken ganz lang zu machen. Spüre deinen Atem.
Lass dich mit jeder Ausatmung noch tiefer in den Boden hineinsinken. Spüre, wie dein Körper immer schwerer wird. Und tauche ganz ein in die Stille. Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden leben. Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben. Damit es Frieden in den Städten gibt, müssen sich die Nachbarn verstehen. Damit es Frieden zwischen den Nachbarn gibt, muss im eigenen Haus Frieden herrschen. Damit im Haus Frieden herrscht, muss man ihn im eigenen Herzen finden. Below and all around.
you are. Vertiefe wieder deinen Atem. Bringe Bewegung in deinen Körper, Hände, Füße, Gelenke. Streck dich aus, regel dich genüsslich. Seufze, gähne, wenn du möchtest. Alles darf sein und ist gut. Dann kommst du langsam wieder nach oben zum Sitzen auf deinen Kissen. Schließ nochmal
deine Augen. Dann möchte ich die Yogastunde beenden, noch mit einem Zitat von Hermann Hesse. Du kannst dir das gerne auch wie eine Affirmation wiederholen. In mir selbst ist eine Ruhe und ein Heiligtum, in welches ich mich jederzeit zurückziehen und ich selbst sein kann. Samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu. Mögen alle Wesen auf allen Ebenen Glück und Harmonie erfahren. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bodhisattva Shivananda Maharaj Ki. Jai. Ja, danke euch fürs Mitmachen und Entspannen und Entschleunigen und überhaupt. Und danke dir, Frau. Die wunderbare Musik.